Die 2021er CRF Rallye. Hier steht eine und sie ist ein echter Hingucker. Sie hat 300 Kubik. Das ist, ich sag mal, die Klasse, die man auch mit dem kleineren Führerschein fahren darf, unter 50 PS. So ist es? Ja, ist richtig. Also die kann man auch, das Motorrad hier kann man auch mit dem A2-Führerschein fahren, ja. Sie ist sehr handlich, ich habe sie eben mal kurz mal ange, ich sag mal, hoben, aber sie ist trotzdem, hat große Sitzhöhe, das heißt also auch für große Menschen tolles Motorrad. Oft sind ja die 125er für kleinere Menschen gedacht, sehr klein. Das hier ist ein Männermotorrad, oder? Das hier ist ein Motorrad für Männer, also ich hätte schon so meine Probleme. In dem Fall ist halt eben sehr handlich, so typisch eine, sag ich mal, in dem Sinn mehr oder weniger ein bisschen Crossmaschine. Halt eben sehr leicht mit den grobstolligen Reifen, aber doch eine hohe Sitzposition mit viel Bodenfreiheit. Aber das ist schon für jemanden, der soll schon ein bisschen größer sein. Ne? Das ist so, ja. Der große Vorteil von dem Motorrad ist, es sieht recht bullig aus, ist der Preis. Man hat also hier einen Originalpreis von gerade mal 6.820 Euro, was da ist. Das ist schon vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ein sehr attraktives Motorrad für Leute, die auf diese Form auch stehen, muss man sagen. Ja, die, ich sag mal, die Geländemaschinen lieben. Ja klar, ich meine, also, es gibt viele Leute, die fahren damit auch ins Gelände, keine Frage. Es gibt aber genauso viele Leute, die fahren einfach nur auf der Straße damit, vielleicht mal einen Schotterweg. Die einfach diesen Stil, diese Art von Motorrad möchten. Ne? So sieht's aus, ja. Das Ganze ist natürlich jetzt von der Optik her schon recht absolut futuristisch, oder? Ja, ja, mit den Scheinwerfern hier, mit der Carbon-Einfassung, mit der Carbon-Optik ist das schon richtig schick gemacht von Honda. Ne? Ja, das habe ich sofort mal gesucht und ich wurde fündig. Sie hat zwei Sitzplätze. Ja, gerade so die Crossmaschinen haben ja oft nur einen Sitzplatz. Ja. Der Thomas guckt schon ganz verwegen. Hast gefunden. Ich habe nämlich extra nachgeschaut, wenn man mal mein Sohn mitfahren will. Nichts natürlich für ultralange Strecken, muss man sagen. Also die Sitzbank ist gebaut für Kurzstrecken. Überhaupt das ganze Motorrad ist natürlich jetzt keine Reise-Enduro. Nicht unbedingt eine Reise-Enduro, ja, ist richtig. So, ich habe eine große Scheibe mit dabei, die recht effizient ist. Ich habe es mir eben angeschaut und habe gedacht, naja, das hier ist doch so, ich sag mal, früher, als ich jung war, dafür hätte ich wahrscheinlich getötet für so eine Maschine. Das mit Sicherheit. Klasse Motorrad. Klar, hat auch ein schönes Display, ganz modern. In dem Fall also alles, wie gesagt, die neueste Version, 21er Modell. Leider haben wir da halt eben keine so Verfügbarkeit, wie wir uns wünschen. Die aber ist aber jetzt noch verfügbar, die hast du noch. Verfügbar, die hier ist in dem Sinn noch frei. Aber wir haben doch kein größeres Stückzahl mehr leider. Aber keine 1000 Stück. Nee, wäre schade. Schade, dass man durch diese Lieferengpässe halt eben, die weltweit modal sind, irgendwo einmal durch die Containergeschichte und halt eben durch die Halbleiter-Sache, das betrifft auch den Motorradbereich. Aber der Tiermotorrad ist jetzt ganz frisch gekommen, deswegen muss man dir trotzdem mal zeigen, dass man mal hier sieht, was Honda da für tolle Motorräder baut. Das ist so sehr leicht durch die Kette. Also die Handlichkeit, also die Profis, die sowas bewegen können, sind ganz erstaunt über die Handlichkeit. 300 Kubik ist auch das, was viele wollen. Also ich sag mal, denen oft so 250 oder 125 auf jeden Fall viel zu wenig ist. Der Motor ist erprobt. Ja, der Rest ist alles, wie man es kennt. Ich habe eine manuelle Schaltung, also ich kann damit ins Gelände. Man kann damit ins Gelände, klar, dafür ist er gemacht, keine Frage. Auspuff liegt oben, der ist, wie gesagt, Bodenfreiheit ohne Ende. Von der gesamten Konstruktion ist halt eben schon ein Moped fürs Gelände. Ne? Macht aber schon Sinn, Probefahren, allein schon wegen der Größe, dass man das einstellen kann. Ich habe ein zentrales Federbein, ich zeige es mal gerade hier vorne. Und ja, Probefahrt ist im Moment nicht möglich, weil wie gesagt, wir haben zurzeit nur die da stehen, die ist auch nicht zugelassen, die werden wir auch nicht zulassen, weil das wird keinen Sinn machen. Aber angucken oder so kann man ja. Und ich sag mal so 3 Meter auf dem Hof. Ja gut, derjenige, wo sie kauft, der kann auch ein paar Meter fahren, aber generell wird die vom Fahren her jetzt nicht eingesetzt. Okay, aber wenn du eh nur eine hast, dann im Moment. Ja, im Moment ist es eh schwierig, mal sehen, was noch kommt. Ich hab mehr bestellt, muss man sagen. Wir haben mehr bestellt, aber leider nicht bekommen. So sieht's aus. Ja, das wollten wir euch zumindest mal zeigen von der Optik her. Also richtig tolles Motorrad, die Rallye CRF 300. So, einmal ganz kurz nochmal die Daten, dann filme ich sie gerade ab. Wir haben also hier Hubraum 286 Kubik, 27,3 PS, das Drehmoment 26,6 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen. ABS ist ja Pflicht mittlerweile, 12,8 Liter, 153 Kilo, also ein sehr leichtes Fahrzeug. Muss man sagen. Und der Preis, wie es hier steht, 6.820 Euro, das 2021er Modell. Ja, ihr habt zwei Häuser, muss man sagen. Die hier steht jetzt hier in Saarbrücken. Hier steht jetzt hier mein Betrieb in Saarbrücken, in der Kurt-Schumacher-Straße. Da haben wir Honda seit 2005.
und dann in meinem Betrieb in Rehlingen-Siersburg an der Windmühle direkt am Ortseingang. Da haben wir auch eine sehr große Auswahl an Fahrzeugen. Da haben wir den zweiten Betrieb mit Motorrad. Genau, stehen auch ganz, ganz viele Afrika-Twin, habe ich dort gesehen. Hier stehen auch viele. Ja. Aber das ist auch wirklich ein Hingucker. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Autoreiter, Motorreiter, der Honda-Vertragssender hier im Saarland. So kann man sagen. Ja. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss.